Da sind Venya. Venya, da sind von Lizia die Typen. Ich wollte schon sagen Letizia. Letizia. Was war das? Moment. Kleiner Moment. Nein, aber irgendwie kriege ich jetzt gerade total den trockenen Hals. Jetzt muss ich trotzdem was trinken. Ich habe irgendwie gerade so einen Frosch im Hals. Total eklig. Ah. Natürlich nicht getroffen. Warum sollte ich auch? Ah, okay. Ich dachte, die rufen Hilfe. Hm. Komm her. Komm. Brauchst dich nicht verstecken. Ich sehe dich. So. Da. Wo ist noch einer? Da sieht mich doch noch einer. Hier geradeaus. Guck mal da. Der zu Boden gegangen ist. Jesus. Guck mal. Jesus. Das ist ein geiles Thumbnail. Oh Mann. Sieht aus, als ob der am Kreuz hängt. Ich weiß nicht. Also, naja. So, wir müssen in die Richtung. Alter, wie riesig das hier ist. Das Dorf. Ist ja unfassbar. Was? Hui! Wie er weg, wie er aus dem Bild geflogen ist. So. Nehme ich mit. Wenn wir schon einmal unterwegs sind. Aber warte mal, wenn man ein Mammut ist, ne? Nehme ich das Mammut mit? Hey, mein Freund. Grüß dich. Hallo. Kann ich, Aua, was? Alter. Hör auf damit. Ich wollte dich reiten. Okay, das klingt falsch. Aber, okay. Ich glaube, die Mammuts wollten das nicht. Deswegen werde ich mal schnell die Flucht ergreifen. Vielleicht will er... Na, das ist ein Jack. Das gibt's ja gar nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin immer so lieb zu euch. Mann. Ja, weißt du, klar. Jetzt kriegen sie ein grünes Symbol. Aber die ganze Zeit mich angreifen wollen. Ich fasse es nicht. Blödes Mobbing-Spiel. So. Aber wie riesig das Areal hier ist mit dem Dorf. Diese... Okay. Dieser Fußmarsch zu den einzelnen Dörfern. So, da sind wir schon. Okay. Ja, machen wir. Wir befreien sie, ja. Vielleicht reicht das ja auch, wenn wir gar keinen töten, sondern einfach nur erstmal spontan. Erstmal uns umsehen. So. Okay, hier sind nur zwei, die Hilfe rufen können. Da ist auch einer, da. Okay, ja, 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 ja. Oh, da hinten ist schwer was los. Oh, da ist die Demo unterwegs. Sonst sehe ich aber, da sind auch noch Kandidaten. Also ein Riesendorf hier. Ja, ja, die Eule ist so weit weg, ich weiß. Aber da war doch sonst, war da hinten nicht noch irgendwas? Nein, okay. Sonst, ich würde ja gerne schon mal einen angreifen. Mit der Eule, das mache ich jetzt gleich. Am besten hier einer Hilfe rufen kann. Dann ist der nämlich schon mal weg. Ach, kann ich gar nicht. Scheiße, wir müssen die Eule ein bisschen pushen. Demnächst. Mit Fähigkeitspunkten. Dass er vielleicht auch Gegner angreifen kann, die ein bisschen schwieriger sind. Ich kann ja mal ins Menü reingehen. Und mal schauen, ob wir... Wir haben 4 Fähigkeitspunkte. Warte mal, die Eule. Schauen wir mal eben. Große Raubtiere zähmen. Jetzt zähmbar. Säbelzahntiger und Braunbären. Setze Güter. Oh, was? Cool. Deine Eule kann Stachelbomben, Suchtbomben und Feuerbomben abwerfen. Was haben wir hier noch? Die Ausruhezeit der Eule wird von 80 Sekunden auf 65 Sekunden verringert. Gibt es denn auch irgendwas, ein Schutzangriff? Eine Eule kann nun auch mächtige Elite-Gegner töten. Boah, geil. Was brauche ich denn da? Erlern erst die vorige Fähigkeit. Das wäre die hier, ne? Die Ausruhezeit. Machen wir mal. Brauchen wir nur 2 Punkte für... Und dann hier. Geil. Und das mit den Bären, das machen wir auch mal. Obwohl, was haben wir denn hier noch?
Stell dir zwei Keulen her anstatt eines. Auch interessant. Zwei Stachelbomben her anstatt eine. Nahrung effektiver. Was haben wir da oben noch? Finden wir Beuten der meisten Tiere plus zwei Tierfett und plus zwei Tierhaut auch sehr nice. Du suchst Gegner automatisch, während du einen Takedown ausführst. Ist auch nice. Das mit der Karte brauchen wir ja sowieso nicht. Ich glaube, ich entscheide mich aber, glaube ich, für das Zähmen. Als nächstes kommt dann jetzt zähmbar Hüllenbären und Dachse. Setze Köder ein, um sie zu zähmen. Oh Gott, das ist... zähme 8 Bestien, noch 2 übrig. Oh Gott. Okay. Also, dann wollen wir mal. Würde ich sagen, legen wir mal los, hier so ein bisschen die Venya zu befreien. Unentdeckt ist natürlich am besten. Wenn ich unentdeckt bleiben würde, wäre schön. Der steht mir im Rücken zu mir, oder? Der da oben. Nee, der steht... Oder? Ah, Mist, der dreht sich auch hin. Ich pinkel gerade mal in die Ecke. Ich musste gerade mal ein bisschen mein Urin loswerden. Komm, geh um die Ecke, komm. Ah, die hat eine Maske auf, ne? Oh nein, wieso kommt die jetzt hier hin? Scheiße, nein. Ich hoffe, die sieht keiner. So. Problem ist mit denen da oben. Den müssen wir irgendwie runterlocken. Ich hoffe, der klettert auch runter. Ich versuche das jetzt mal so wie damals in der Einfolge, wo wir die rausgelockt haben. In der Hoffnung natürlich, dass es besser klappt. Aber ich glaube, der Typ... Ich glaube, die kommen nicht runter. Oder? Weil den kann ich mit dem Bogen nicht mit einmal erledigen. Und wenn der Terror macht, ist sofort hier Alarm in der Bude. Scheiße, fuck. Kann ich denn hier das Horn schon erledigen? Scheiße, es ist dahinter, ne? Fuck. Hm. Okay, müssen wir mal schauen. Aber Hinterkopf müsste doch gehen, oder? Jetzt pass mal auf, jetzt klappt das. Jetzt klappt das. Oh, Gott sei Dank. Das war knapp. Das war echt knapp. Weil ich habe nämlich das... Ich habe das Tor nämlich getroffen. Das habe ich nämlich schon so irgendwie erahnt. Schön ist natürlich, wenn wir jetzt erstmal die Leiche irgendwie verschwinden lassen, damit die keiner findet. Hau jetzt erstmal ab und verschwinde hier, Mann. Und geh nicht direkt durchs Dorf. So. Weiter geht's. Da ist der Dings. Warte mal. Kann ich den von hier aus... Treffe ich den? Ich treffe den nie im Leben. Hundertprozentig nicht. Doch. Hat auch keiner mitbekommen. Warum auch immer. Warum auch immer die in hellerer Aufruhr sind. Ich weiß es nicht. Irgendwas ist gerade passiert. Ich bleibe immer noch in Deckung. Immer noch hier im Sneak-Modus. Scheiße, wenn die so in Aufruhr sind, laufen die natürlich ganz andere Wege wie sonst. Kann uns zugutekommen, kann uns aber auch nicht zugutekommen. Ich trau mich jetzt mal ein bisschen mehr, mal gucken. Treffe ich von hier aus bestimmt nicht. Ich glaube nicht. Doof natürlich, wenn es jetzt noch einen Gegner gibt, den ich nicht markiert habe, den ich dann total übersehe, aber ich glaube, ich habe alle. Zumindest vermute ich das. So, dreh dich mal in die andere Richtung. Kann ich dich nämlich erledigen. Also von hinten geht das. Solange man nicht auf die Maske schießt, geht das. Aber wenn man die von hinten in den Kopf, dann sitzt sie sofort instant. Aber vorne aufs Gesicht ist mit der Maske geil, es wird Nacht. Es kommt uns gut, dann sieht man. Sehr schön, die Nacht spielt mit uns mit. Jawohl. Sehr schön. So, der eine hat es nicht mitbekommen. Wo sind die anderen? Okay, da. Okay, sehr schön. So. Ich würde gerne das Horn erledigen, aber es liegt dahinter.
Wer hat uns da gesehen? Wer hat uns da... Ach, der war das. Okay. Wir müssen auf jeden Fall ungesehen bleiben. Nein! Oh, Gott sei Dank. Boah, das war knapp. Okay, die sind natürlich helle Aufruhr, weil sie es mitbekommen haben. Aber die haben uns noch nicht gesehen, noch nicht bemerkt. Deswegen erstmal ein bisschen verschwinden hier. Ein bisschen in Sicherheit wiegen. Ganz klein bisschen. Vielleicht den Master of Horn erledigen, wenn er sich umdreht. Weil von hier aus ist es schlecht. Na komm her, komm her, dreh dich um. Alles gut, der ist nur umgefallen. Alles gut, der schläft. Alles gut, der schläft nur. Der ist nur am Schlafen. Der hat sich hingelegt. Alles gut, alles gut. Der schläft nur, so wie du auch gleich. Ist zu sehen. Warte ab. Fuck, wo sind die anderen? Ich muss sie im Auge behalten. Okay, er hat sich schon mal beruhigt, das ist schon mal gut. Aber er muss sich noch umdrehen. Ich könnte ja darüber gehen, das könnte ich eigentlich machen. Aber von hier aus treffe ich ihn besser. Okay, ganz beruhigt hat er sich noch nicht. Die anderen sind auch noch so ein bisschen in heller Aufruhr. Einer kommt sogar hier in die Richtung. Guck mal, da läuft er. Aber wenn ich die jetzt erledige, dann sind die auch schon wieder, weil die anderen sind in der Nähe. Den müssen wir als letztes holen, den Venya. Okay, die wissen also, was los ist. Die wissen, dass hier irgendwie Action ist. Ich versuche trotzdem mal hier rüber zu schwimmen. In der Hoffnung, dass ich ungesehen bleibe. Warte mal. Komm, geht's hier hin. Das wäre nice. Das wäre so nice. Nein! Boah, das war knapp. Da treffe ich noch hier diesen Schakun. Guck dir das an! Alter, diesen kleinen Mini-Pissast, weißt du, den treffe ich. Alter, das ist so mies. Okay. Okay, okay, okay. Komm rumgelaufen. Ich cache dich in den Busch. Madame, wenn Sie wollen, schneide ich in jede Figur in einem Busch. Komm hier hin. Komm hier hin, verdammt. Mann, quassel nicht. Wieso kommt die nicht hier hin? Wie soll die hinkommen? Komm hier hin, komm. Oder traut die sich nicht aus ihrem Dorf raus? Ist sie so feige? Ach, guck mal hier, was ist denn hier? Grünblatt, nehme ich mal mit. Oh, Gott sei Dank. Der ist immer noch so oben irgendwie total aufgewühlt. Volle Hyperaktive. Ob das gut geht? Nee, ich lasse es lieber. Ich lasse es lieber, weil wenn der Alarm ruft... Wo ist eigentlich das Horn? Da ist das Horn, glaube ich, irgendwo. Ich mache mal einen großen Bogen. Ich muss mir das echt im Kopf behalten, auch für den Survival-Modus im Stream. Dieses Weglocken von anderen Gegnern, das ist so geil. Das braucht man hier unbedingt. Der läuft da lang. Der läuft da lang. Jawohl. Sehr schön. Kommt der denn angelaufen oder nicht? Ah, der geht da lang. Sehr schön. Sauber. So. Wollen wir die Pfeile einsammeln. Jetzt bleibt da eigentlich nur noch einer, ne? Der da hinten, ne? So, ich leck den nochmal ab, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich lenk den nochmal ab. So. Aber das wäre echt super. Dann haben wir, ohne Alarm auszulösen, haben wir es geschafft. Wie geil. Feiere ich ein bisschen. Geh da hin. Quassel nicht.
Ninja! Susch, Dogistar. Yauda, Sakuita. Okay, eigentlich können wir ausstehen, weil hier sind keine Gegner mehr. Ich zertrümmer aber trotzdem mal das Horn, falls mal doch irgendeiner meint, hier ins Dorf laufen zu müssen und Alarm zu rufen. Besser ist. So, sehr schön. Dann fehlt es nur noch ein Dörf. Stink ich so oder warum sind die Fliegen da? So. Da ist das so. So, das haben wir. Jetzt muss ich nur gleich nochmal wissen, wo... Schon wieder diese Fliegen. Ich glaube, es wird auch Tag. Sieht zumindest nach aus, der Mond geht unter. Da hinten. Ja, hau ab jetzt hier. Ich muss wissen, wo der... Da hinten müssen wir hin. Okay. Auf geht's. Zum nächsten Dorf. Haben wir gut gelöst, muss ich sagen. Also, ein bisschen stolz auf uns, dass wir es so gut hingekriegt haben. Ne? So. Finde ich klasse. So, also, weiter geht's. Ich wandere. Was? Nein, der sieht mich hundertprozentig. Das war so klar. Ciao. Ihr könnt mich mal. Vor allem wie weit die. Ciao. Vor allem wie weit die gucken können, ist unfassbar. So. Da wird wahrscheinlich jetzt der Busch anzünden. Es müssen alle vernichtet werden. Alle. Oh, Südstein, geh nicht mit. Auf, Bomben zu werfen. Hör auf damit. Lass das. Das gibt's doch nicht. Wo kommen die jetzt alle her? Das gibt's doch nicht. Guck mal, hier ist noch ein bisschen Nordzeder. Ah, nee, Südholz. Hartholz. So. Immer diese Zweideutigkeit. Ja. Dann müssen wir jetzt schauen. Wir müssen da oben hoch. Heilen brauchen wir uns nicht. Boah, Alter, so langsam muss ich echt gleich mal eine Folgenpause machen. Ich sitze hier schon seit 4 Stunden jetzt. Und, so langsam kriege ich auch Hunger. Und muss dann auch noch die Folgen, muss ich auch noch rendern. Und dann muss ich sie auch noch uploaden. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe, heute die hochzuladen. Vielleicht die ersten 2 Folgen, ja. Damit es schon mal wieder so die Routine reinkriegt. So, wir sind da. Das heißt, ich rufe jetzt erstmal die Eule. Da ist schon mal einer, noch 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 einer. Alter, noch einer. Okay, da oben ist das Hörnchen. Das Hörnchen. Da drin. Nein, nicht hochfliegen. Entschuldigung. Ah, Gott. Da ist mir jetzt gerade auch tatsächlich... der Frosch im Hals stecken geblieben. Okay, das klingt merkwürdig, wenn ich das so sage. Ich glaube... Oh, der eine... Oh, ich muss... Oh Gott. Wo läuft der eine entlang? Da. Oh Gott, das war knapp.